Seid gegrüßt, ihr lernenden Schüler. Heute sprechen wir über die Hexenfolter. Reden wir also nicht so lange und fangen wir gleich an. Wie wurden Hexen gefoltert? Das ist so ein Halsring. Es hat Stacheln dran und es wurde am Hals befestigt, damit es angezogen werden konnte und die Stacheln in die Hexe hineingingen. Das ist ein Schlagbesen. Damit wurde die Hexe geschlagen und es tat sehr, sehr weh. Hier wurde die Hexe festgebunden, damit sie sich während dem Folter nicht wehren konnte. Hier ist das Folterrad. Man konnte es vielerseits benutzen, wie zum Beispiel hier, um die Hexe zu verdrehen und kaputt zu machen. Hier, um die Hexe in die Länge zu ziehen. Oder hier, um sie zu zerstückeln. Oder es hat auch hier das Folterstuhl. Hier hat es auch ganz viele Stacheln und hier wurden die Hexen hineingesessen und Schalen gezogen, damit die Stacheln in die Hexe hineingingen und die Hexe dann ganz viel blutete. Nachdem die Hexe gefoltert wurde, wurde sie verurteilt. Wie zum Beispiel hier wurde sie geköpft, hier wurde der Kopf hineingetan. Und das Galgen fiel hinunter und das Kopf wurde abgeschnitten. Früher hat man gefoltert, das weiß jeder. Aber wie ist es heute? Wird überhaupt noch gefoltert? Die Antwort ist nein. Es gibt eine Regel, nämlich die Amnesty International, sagt, dass man nicht foltern darf. Aber in 5 Ländern wird immer noch gefoltert. Zum Beispiel Mexiko, die Philippinen, Nigeria, Usbekistan und Marokko. Warum wurden Hexen gefoltert? Wenn Hexen zugegeben hatten, dass sie Hexen waren, wurden sie trotzdem gefoltert, weil das Gericht dachte, dass sie ihnen irgendetwas verheimlicht hatten, was schlimm war. Edle Schüler und edle Schülerin, danke, dass ihr so aufmerksam zugehört habt und wir hoffen, ihr habt viel gelernt. Schönen Tag noch und einen sicheren Heimweg.